Jo Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Fortnizer. Ihr habt richtig gesehen, ich werde heute auf GTA 6 reagieren. Ich bin mega gespannt. Ich bin Fan seit erster Stunde. Ich habe alle Teile schon gespielt. GTA 5 war natürlich der letzte Teil. Und jetzt, 12 Jahre später, haben wir hier diesen Trailer mit über 100 Millionen Klicks nach nur einem Tag. Das ist jetzt mittlerweile offizieller Weltrekord, was GTA 6 hier geschaffen hat, schon mit einem einzigen Trailer, der nicht mal so lange geht. Ich bin mega gespannt, was mich hier erwarten wird. Ich bin, wie gesagt, Fan seit erster Stunde, habe schon alle GTA-Teile gespielt und gezockt, lange vor meiner YouTube-Karriere. Deshalb ist es hier für mich etwas ganz, ganz Besonderes. Und ein sehr, sehr großes Ereignis, was wir hier noch Ende dieses Jahres bekommen haben, als kleines Weihnachtsgeschenk, wenn man so will. Einfach mega krass, ich bin mega sprachlos und habe mich heute dazu entschlossen, auf diesen Trailer mit euch gemeinsam zu reagieren. Ich hoffe, ich kann euch mit auf die Reise nehmen und bin mal gespannt, was uns hier erwarten wird, denn ich weiß noch gar nichts. Ich bin einfach krass aufgeregt und ich würde sagen, jetzt fangen wir mal an. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Okay, fängt schon mal krass an. Ich bin gerade sprachlos und was Sie hier gerade sehen, ist Ingame-Grafik. Also GTA ist dafür bekannt, besser gesagt Rockstar Games dafür bekannt, dass die Trailer nur mit Ingame-Grafik machen. Und das sehen wir jetzt hier auch gerade ziemlich gut. Ich bin gerade geschockt, was wir hier präsentiert bekommen haben. Also bombastisch einfach. Ich bin gerade so aufgeregt. Also krass, was Sie hier gerade sehen. Also heftig, dass man das erleben darf. Krank, krank. Okay, sorry, es geht jetzt weiter. She said she cared about me. She tried to make my world the way she thought it should be. Yeah, we were desperate then to have each other. Goes back. The only way we can get through this is by sticking together, being a team. Trust? Trust. Krass. Ich bin sprachlos, weiß nicht, was ich sagen soll. Und ich glaube, ich habe auch richtig. Wir haben einen Termin 2025, coming 2025. Krass. Also doch nicht so lang, wie ich dachte. Also ein bisschen länger als ein Jahr. Also nächstes Jahr ist schon 2024 in einem Monat. Krass. Also knapp über ein Jahr warten. Das geht eigentlich. Also. Ist halt die Frage, kommt es Anfang des Jahres oder Ende des Jahres halt raus, ne? Ich bin mega gespannt, aber der Trailer hat mir richtig gut gefallen. Klare 10 von 10 von mir. Das Warten hat sich definitiv gelohnt. Und ich würde auf jeden Fall mal gerne wissen, was ihr dazu sagt. Ihr kommentiert gerne eure Meinung zu dem Video und zu dem Trailer. Ich bin gerade wirklich sprachlos. Ja, der Trailer hat auch nicht zu viel und auch nicht zu wenig gezeigt. Ich fand irgendwie von allem etwas hat man so gesehen. Man hat die Hauptcharaktere gesehen, ganz klar. Es ist ein Pärchen, worum es diesmal geht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Habe ich nichts gegen. Man hat die Stadt gesehen, man hat den Flair gesehen, hatte eiskalt so Miami Vice, Miami Florida, so Beach Vibes, also richtig, richtig gut. Das Lied dazu war auch bombastisch. Also die haben alles richtig gemacht mit dem Trailer. Hat mir mega gut gefallen. Also haut gerne eure Meinung in die Kommentare aus. Lasst gerne ab und Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Fortinizer. Thank you.